Eine V100 vor einem Personenzug. Vor 15 Jahren selbstverständlich. Heute längst Geschichte. Als der Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg auf der Leipziger Frühjahrsmesse die erste V100 vorstellte, ahnte noch niemand, dass es die Keimzelle für eine erfolgreiche Lokfamilie war. Sie füllte mit ihren rund 1000 PS die Leistungslücke zwischen der V60 und der V180. Der Bahnhof Berlin-Spandau im Frühjahr 1990. Das eingemauerte West-Berlin hatte wieder Anschluss ans Umland. Neben der Baureihe 118 war es die V100-Familie, die vor den neuen Regionalzügen im Einsatz war. Mittlerweile als Baureihen 110 bis 114 bezeichnet. § 112-652 ist auf dem Rückweg nach Rathenow. Am Haken BGHW-Wagen. Heute gibt es diese Personenwagen nur noch als historische Garnituren. Ab 1966 begann bei LEW Hennigsdorf die Serienfertigung, die bis 1969 schon 168 Loks erreichte. Die nachfolgende Serie wurde leicht abgespeckt, da die neuen Loks nur selten im Rangierdienst eingesetzt waren. Entfallen sind der Langsamfahrgang und das Stufengetriebe. Diese Maschinen fuhren dann unter der Nummer 110.2 bis 9. Bis 1978 wurden es insgesamt 696 Exemplare, die nahezu in allen Regionen der DDR-Reichsbahn unterwegs waren. Ab Anfang der 80er Jahre erhielten viele 110er einen stärkeren Motor mit 1200 PS und mutierten so zur Baureihe 112. Die Nachwendezeit brachte der V100 wieder neue Baureihennummern. Aus 110 wurde 201 und aus 112 202. Doch der Stern der V100-Familie sank langsam. Moderne Triebwagen verdrängten sie aus ihren angestammten Leistungen. Hier 202 342 in Kossen im Rochlitzer Land. Immer wieder imposant, der Görener Viadukt über die Mulde. Blankenfelde in Brandenburg. Mitte der 90er Jahre hatten hier die V100 im Personenverkehr noch das Sagen. Im Jahre 1984 erhielten 60 Maschinen nochmals eine Leistungssteigerung. Eingebaut wurde ein aufgeladener 12-Zylinder-Viertakt-V-Motor mit 1500 PS. Die Baureihenbezeichnung änderte sich in 114 und ab 1992 dann in 204. Schnell eroberten sie die Bergstrecken in Thüringen und Sachsen. Auch im leichten Güterzugdienst war die V100-Familie anzutreffen. Nicht umsonst nannten die Personale sie Mädchen für alles.
Doch bei der neuen Bahn gab es bald keine Verwendung mehr. Die V100-Familie rollte aufs Abstellgleis.